Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine blöde Kapuze. Kleine Runde Dark Souls, mal wieder. Folge 3, eine Stunde, irgendwas, keine Ahnung. Oder auch vielleicht nicht so lang, ich weiß es noch nicht. Ich habe zwei Sachen vor, die ich mit euch gerne machen würde. Ob wir das beides beenden, weiß noch nicht. Wir befinden uns hier in bösen Wald. Und wollen jetzt mit meiner Meinung nach den schönsten Gegner plätten, den es hier in Art und Weise gibt. Wenn ihr im Hintergrund ein bisschen was anhört, das sind meine Wohngenossen und sowas, die sind halt auch hier mit am Start. Hallo Wohngenossen! Hi! Toll! Und zwar wollen wir direkt jetzt hier reingehen. Dafür brauchen wir ein bestimmtes Item, was wir von dem Schmied in diese Richtung kriegen. Das kostet 20.000 Seelen, die habe ich mir mal gefarmt und jetzt bin ich mal auf den Weg da rein. Ist mit der interessanteste Covenant-Geber drinne, also wir sind mit Covenant-Chef mit drinne. Finde ich ganz sweet. Das Problem ist nur, er mag uns gleich wahrscheinlich nicht mehr. Was heißen soll, wir können dem nicht beitreten. Aus dem einfachen Grund, weil wir etwas ganz Böses machen. Fuck it. Alter. Scheiß Drecksviecher. Oh, Alter, krieg ich aufs Maul. Scheiße! Er ist ja... Nein! Zum Glück habe ich mich nicht menschlich gemacht. 11.000 Seelen liegen jetzt da rum. Fucking Bullshit! Aber das macht ja nichts. Wir haben ja das Leuchtfeuer da aktiviert. Da kommt also ganz schnell wieder hin. Alter, fick dich. Ich glaube, ich muss erst den Zauberer wegmachen. Es ist das erste Mal, dass ich jetzt hier drinnen bin. Ich habe eigentlich gehofft, ich bin stark genug jetzt in der Art und Weise. So, die Menschen haben wir wieder zurück. Was ich hier drin bin, also Alter, ich muss den Gegner auch an sich kennenlernen. Alter, Alter. So, den haben wir. Oh, gibt einfach mal fucking 3000 Seelen. Ja, mach einfach mal Dauerfeuer, du Arsch. Ey, nur weil er mich nicht trifft, dann... Alles verbraten. Zack. Okay, jetzt haben wir einigermaßen gehört. 2000 Seelen! Ist das easy? Kannst ja richtig geil farmen hier. Obwohl, nehme ich überhaupt alles auf? Ja, ich nehme alles auf. Schon Schiss bekommen. Wie gesagt, ich kenne mich in diesem Wald leider jetzt nicht so aus. Ich bin das erste Mal hier drinne. Also in diesem Teil des Waldes. Daher werden wir hier mal ein bisschen rumstöbern. Ich weiß halt, was hier für ein Gegner ist. Ich habe diesen Wald auch schon gesehen. Ich gucke halt von Game One na, durchgenommen an. Ends! So. Gut, die brauchen wir jetzt nicht so dringend. Da kommt noch einer. Aber das war falsch angesetzt. Da hinten liegt etwas. Das brauche ich auch nicht. Also je nachdem, was wir jetzt halt alles vorhaben. Ich wollte eigentlich noch den Dragon Covenant beitreten. Ach, sind wir jetzt hier? Ja, ich weiß, wo wir sind. Das ist perfekt.
So, das war vollkommen unnötig, dass ich jetzt die Superattacke gemacht habe. Boah, scheiße! So, weg damit. Ja, lila Moos-Kupnis ist das Wichtigste, was du hier kriegen kannst. Meines Erachtens nach, ich sollte mich heilen. Scheiße, zu wenig Essensflecken jetzt schon für den Endgegner. Glaubst du denn, was haben wir denn hier Feines? Östlicher Helm. Ach du Scheiße, östliche Rüstung. Ist hier Stulpen, östliche Garmschellen. So, ich will mal kurz mich orientieren. Wo sind wir denn hier? Ist das nicht die... Ich glaube, da hat man den ersten Endgegner, diesen Ochsendämon besiegt, glaube ich, da oben. Das ist die Stadt der Untoten hier, ja? Geil. Das feiere ich so ein bisschen bei Dark Souls, dass du immer weißt, wo du warst, wo du bist, wo du hingehst und sowas. Du siehst immer alles daran. Finde ich mega sweet. Jetzt will ich aber kurz gucken. Ich weiß jetzt nicht mehr so genau. Ich habe es halt nur gesehen. Ich bin so mittendrin eingepennt, wo sie dann hier langgelaufen sind. Aber im Gegner bin ich wieder aufgestanden. So, dann wollen wir mal gucken. Also aufgestanden bin ich ja aufgewacht. Und ja, konnte dann halt den Gegner sehen, der einfach richtig geil aussieht. Ich finde den mit am interessantesten bis jetzt. Ich habe halt noch nicht zu Ende geguckt, das Ganze. Und ich glaube, ich muss da hinten hin. Ich bin jetzt nicht sicher. Ich muss jetzt erstmal... Ah. Man sieht ja den Wald von lauter Bäumen nicht mehr. Ah, so. Entschuldigung, der... Ich habe ein bisschen Schiss bekommen. Hier geht's runter. Ich glaube, ich bin richtig, ja. Ich habe irgendwas hinter mir schmatzen. Auto oder wie er hieß. Hast du was? Ja, lila Mooskump. So, achso, wir können ja mal kurz, ich kann euch ja mal meine Stats jetzt zeigen, wie weit ich bin. Stufe 54, 21, 8, 25, 32, 21, 11, 9, 9. So langsam habe ich mich ein bisschen eingelebt. Ich weiß also, was jetzt was bringt und sowas. Ist schon mal ganz sweet. Und ja, wir sind kurz vor dem Gegner. Wenn ich mich recht entsinne. Ich könnte noch ein bisschen Wald noch überbrücken. Überbrücken. Okay. Gut. Ist jetzt auch egal. So. Scheiße, die Viecher. Warte mal, wo war das? Hier. Okay. Ja, kein Problem. Die mache ich fertig. Alter, ich kann ja gar nichts ausrichten, ey. Los, setz deine Rolle ein. Danke. So ein kleiner Trick hier, in diesem Wald. Sieht aus wie diese Grinsekatze von Alice im Wunderland. Nee. Scheiße, Bitch. Kleine dreckige dumme Bitch. Und das Problem ist, es ist nicht der einzigste von seiner Art hier, ey. Ich bin jetzt schon auf den Semmel. Was ist er denn? Schon her. Boah, fuck, ich wollte gerade einen Sprintangriff machen. Problem ist, er rennt auch immer so weit raus, dass ich nicht mehr anvisiert habe und somit keine Attacke mehr starten kann. Dieses dreckige Schwein. Oh, das war knapp. Bam! Hast du gesehen? Das war mega sweet. Ich habe den Stell ein bisschen zu Dark Souls begeistern können. Ich bin schon mal mega sweet. So. Ich weiß nicht, was es ist. Ob das ein Puma ist, ob das ein Bär sein soll oder eine Ratte oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Guck mal, jetzt kommen die Mitglieder zu zweit.
Die rennen sich gegenseitig um. Und da? Scheiße. Na, wo sind sie denn? Er hat ordentlich kassiert jetzt. So, den will ich noch nicht. Ich will erstmal einen nach dem anderen, Leute. Einen nach dem anderen. Nein! Nein! Ich renn voll rein! Ihr seid gestorben! Fuck! Fucking Bullshit! Kacke! Aber jetzt sind die Schweine ja nochmal da, ne? Krieg ich den jetzt nicht durchsprinten? Ich glaube, bei denen ist es nicht clever durchzusprinten. So, erstmal einen anlocken. Am besten den Ritter erstmal. Bitte nur einmal. Schnauze, aber hieß. Okay, jetzt müssen wir so den Weg hier finden. Im Hintergrund hört ihr das vielleicht ein bisschen klopfen. Das liegt daran, Alter! Alter! Fickt euch! Diesen kleinen dreckigen Schweine. Das ist unfair. Zu zweit ist fucking unfair. Okay, das haben wir noch mehr. Ey, das sind mal endmiese Feinde, Alter. Es ist noch einer. Oh, du miese Schwein. Alter, was war das denn jetzt? BAM! Bitch! Mit so einem Übermut, Alter. Ich hab wieder ein Leben dazu. Scheiße, wo muss ich hin? Da ist ein Tor. Wo ist da ein Tor? Ah! Hier haben wir einen interessanten Covenant, den ich meinte. Das ist ein interessantes Stück Bock. Is it not so, that thou art new? Thou fared well to find me. But comest thee not for the grave of Sir Artorius? My advice true. Forget this. The legend of Artorius art none but a fabrication. Traversing the dark. Tis but a fairy tale. Have thine own respect. Go not yonder knocking for nothing, I say. Also dieser Covenant ist ziemlich easy.
Wenn dieser Wald angegriffen wird, werde ich dahin gespawnt und kann die halt töten. Das Problem ist halt, dass die meistens schon vorher sich Hilfe holen, aus dem einfachen Grund, weil da ja ein Endgegner ist. Das heißt, du sammst dann irgendjemanden, der zu dritt oder zu viert da auf dich wartet. Und du hast null Chance. Also von daher bringt mir der Covenant mit diesem Level leider nichts. Aber ich finde ihn recht interessant. I see. A result most heathenish and gross. Aber ich mag and there is nothing more to say about this tedious reckoning. Begone from here, pernicious caitiff. Feigling? Immerhin greife ich an, dummes Vieh. Ist natürlich nur die Frage, warum ich meine Seele geschmissen. Da war nichts. Nee, war doch irgendwo noch was, oder nicht? Nee, hier war anscheinend nichts. Super, wir sind erstmal gegen die Mauer gerollt. Ja, ein recht interessantes Covenant. Nicht mein Fall, wie ich gerade erklärt habe. Da hinten ist es. Aber erstmal müssen wir meine Dings hier finden. Meine Seelen. Das sind immerhin 11.000 oder sowas gewesen. Irgendwo im Weg runter sind wir gelaufen. Anscheinend komme ich nicht mehr dorthin, wo ich was jetzt hatte. Ich wollte eigentlich, wie gesagt, noch den Dragon Covenant beitreten. Weil sich das für mich interessanter anhört. Du infiltrierst halt andere. Und wenn du sie besiegt, kriegst du halt Dragon Titan halt. Finde ich schon mega sweet. Damit kannst du halt die Drachenrüstungen verbessern. Aber wo alles in der Welt bin ich jetzt gestorben? Von hier kommen wir. Wir sind irgendwo hier abgebogen. Also man sieht, ich bin online, aber ich habe keine Menschlichkeit aktiviert. Zum Glück nicht. Ich kann einen fucking Bogen schützen. Komme ich denn hier bitte schön wieder hoch? Ganz hier hinten. Wo? Alter! Hier hoch! Ja, die haben ja eben gerade alle nicht besiegen müssen. Da mehr. So. Hier ging es doch irgendwo runter, oder nicht? Da hinten ging es runter. Und hier haben wir den Wald voller der Bäume nicht mehr. Witz gehabt. Dann sind wir hier runtergerannt. Haben wir das Schmatzen hinter uns? Oder ist ein Verhütungsfattig? Das heißt, wir müssen gleich hier zurücklaufen. Alter, einfach jetzt. Was war das? Also wo habe ich denn 15.000 Seelen jetzt her? Hä? Wisst ihr, was da passiert? Ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst. Und hier haben wir meine Seelen, die wir wieder haben. Genau, fucking 34.000 Seelen, Alter. Ich glaube, 15.000 Seelen. Und wo geht's hier runter, verdammt nochmal? Mit der wesentlich mehr zu entdecken, als ich dachte. Ich muss runter, da hoch. Aber ich wollte jetzt eigentlich den Endboss machen. Also den Bereich. Mach doch nicht so eine Scheiße, Junge! Übersehen.
So. Die meisten werden natürlich den Boss hier schon kennen. Ist klar. Aber ich finde ihn einfach so mega sweet. So schön. Ich weiß natürlich nicht, wo ich lang gekommen bin. Ach, Snell, wo muss ich denn lang? Keine Ahnung. Ich bin gerade auch noch vor mit dem Wald. Wir haben doch irgendwo ein Tor gesehen. Ja. Durch den Tor müssen wir durchdringen. Dann kommen wir wieder zu der Katze. Die Katze ist hier. Da sind wir. Da müssen wir. Hier bin ich. Wisst ihr? Du bist doch hier hoch, war das, ne? Genau. Und, wo war das Tor? Bin ich hier, okay. Ich muss weiter hier lang. Dann haben wir schon wieder dieses komische Kreis, ey. Was hat das mit diesen Kreisen auf sich? Dann das Tor. Siehst du? Sind wir auch jetzt richtig. Alles cool. Alles super. Moin, Madame. Bei einer Dame hat man sich gefälligst zu verbeugen. So viel schon mal sicher. So, haben wir es auch erledigt. Unsere Sorgfaltspflicht erfüllt. Boah, ohne Dilation. So, ich weiß natürlich nicht, was jetzt alles hier für Gegner auf uns warten, aber hinten ist das Nebelgate. Ich könnte vermuten, dass hier wieder ein paar miese Schweine sind. Du hast gerade einen schönen Covenant verpasst. Große Waldkatze. Was ist? Hm? Willst du tanzen oder was? Oh yeah. Ich hab auch coole Street Moves drauf. Ja. Ah, so ein fucking Pilz auch noch. Na, den interessiert mich nicht. So, jetzt will ich eigentlich mal zu dem scheiß Boss kommen. Verfolgt mich der Dreckspilz? Nein. Da hinten ist es. Kann ich jetzt da runter? Da? Nein, da komme ich nicht runter. Was ist hier lang? Oh, ich freue mich schon drauf. Ich werde so verkacken. Aber ich freue mich drauf. Jetzt kommen wir zum... Ich wiederhole mich jetzt zum 5000. Mal. Ich entferne mich weiter vom Mikro. Zum 5000. Mal. Jetzt kommen wir zum schönsten Boss, den es gibt. Und es wird so ein Magic Moment jetzt gleich für mich sein. Schwäche, Tod. So, wir sind hier auf einem riesengroßen Platz. Den Platz, den wir brauchen. Hey! Nicht so Stress. Meine Kameraden wollen gehen. Wollen wir nachher dann, oder soll ich dich abholen wegen Basteln, Ding da? Schreibe ich dich dann nachher an, ne? Wenn ich das hier fertig habe, dann schreibe ich dich an, dann machen wir uns zu den Eltern, dann machen wir da was. Ich freue mich. Bis dann dann. So, jetzt kommen wir zum wiederholsten Mal schönsten Endgegner. Ich habe gerade auch den Kamera ausgeschaltet. Ja, super. Das macht natürlich Sinn. Wir sehen hier schon einen riesen Grabstein. Mit einem mega Schwert. Und jetzt. Bam, Alter. Mit so einem Scheiß rechnest du überhaupt nicht, Alter. Du denkst an abströse Monstrositäten und so ein Scheiß. Er ist halt nicht.
Boah, fick you, Alter. Ich wollte gerade sagen, nicht so wirklich schwer, aber... Du großes Arschloch, Alter. Ich kenne halt das ganze... Du blödes Arschvieh, Alter. Mal durchschlagen kann das Shrine. Boah, du blödes Vieh! Alter! Ich sehe nichts mehr. Oh, ist da mal gerade so gereicht. Scheiße. Große graue Wolf-Siff. Er ist einfach mal fucking unbesiegbar, ey. Es ist so Hammer. Dieses Moveset ist einfach so undurchsichtig, Alter. Du weißt überhaupt nicht. Scheiße, jetzt habe ich natürlich auch die Menschlichkeit nicht, ne? Also ich würde mir gerne Hilfe holen. Aber man wird halt so gerne dort infiltriert in diesem. Ich sag mal infiltriert, ich komme jetzt gerade nicht auf das richtige Wort. Wird man halt gerne angegriffen. Das ist scheiße. Weil der Weg dahin, der ist immer so unersagbar schwierig. Diese ganzen Mega-Gegner, die dort warten. Das sind nur 38 fucking 1000. Alter Schwede, hab ich total vergessen. Wir sehen uns mal ein bisschen hier am Rande, dass wir die meisten mal so ein bisschen in Ruhe lassen. Auf uns aufmerksam machen. Zack! Wer lebt da noch? Niederverwandten Meister. So. Jetzt wieder eine schöne Dame vorbei. Morgen. Und denkt sie wahrscheinlich auch nur, boah, wir finden da jetzt noch hier lang laufen. Hoppala. So, war hier noch irgendwo ein Gegner oder? Ne, die Pilze waren hier, ne? Dreckige Scheißpilze. Da sieht sie kein Schwein. Was ich natürlich machen könnte, ist mir die Seelen schnappen und Heimkehrknochen zu verwenden. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Das war mega feige, aber hätte ich wenigstens meine Seelen wieder und meine Menschlichkeit. Müsste keine verbrauchen. Und ja. Könnte mir dann nochmal Hilfe sammeln. Wenn dann jemand da ist, der Hilfe geben will. Was sind eigentlich für Nachrichten? Gelobt sei die Sonne. Viel Erfolg. Danke. Arschloch. Dann wir mal ein zweites Mal rein. Alter, das gibt's doch nicht! Wieso schlägst du denn nur Affe?
Sprinte doch! Sprinte, du Schwein! Sprinte! Sprinte! Oh, fick dich! Okay, wo ist der Schwein? Ey, ich entferne mich immer weiter von diesem scheiß Nebelgate, ey! Das heißt, ich muss noch weiter hinlaufen, damit ich den Kack kriege. Oh, weißt du, je öfter ich da durchlaufe, desto mehr Seelen sammle ich und desto mehr Seelen liegen da! Siehst du auch positiv, du kannst viel Farben. Ja, es bringt mir ja nichts, wenn ich dann das zweite Mal sterbe auf dem Weg dahin und dann alles weg ist. Vor allem hätte er nicht eben gerade so unnötig geschlagen. Oh, du fucking Arschloch, lass mich doch einfach mal in Ruhe jetzt. Auf zu ballern, auf zu ballern, auf zu ballern. Auf jetzt damit! Ganz normal. Reinlassen? So, wieder hier am Rand und wer springt die Klippen runter, ich schwör's. Boah, schwitze ich hier drunter, ey. Synchronisation. Ever. Bitch. Hör auf zu leben! Zerrüttet. Schweinerei. Okay. Morgen. Das ist doch verfolgt mit Dreinarsch. Kann ihn aufladen. Bleib gleich liegen. Schlampe. Ich muss gleich echt Heimkehrknochen erstmal verwenden, damit ich wieder mit den fucking vielen Seelen rauskomme, Alter. Das ist einfach so unermesslich viel. Das ist für mich selten, dass ich mal so viele... Ah, da hinten siehst du, leuchten die miesen Schweine. Ja, eine verhöhnte Piepelung ist das. Jetzt aber nicht. Dumm, Drecksviecher. Nein, da hinten ist kein Item. Nein, Chico, Skyline, werd nicht gierig jetzt. Dass du irgendwo Items findest, dann fällst du irgendwo runter, kriegst da mega Pilzmann an der Fresse und hast du ein Problem. Also denk dran, er kommt gleich mit einem Sprint auf dich zu und stecht dir erstmal direkt in die Fressleiste. So. Wo sind die Seelen? 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 Da sind die Seelen. Ich bin gleich bei den Seelen. Ich hab die Seelen, 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 ich hab die Seelen. Also für Heimkehrknochen ist, glaube ich, keine Zeit. Okay. Alter, dieser Kacke, du kannst mich nicht aufhalten. Alter, ja nee, ist klar. Alter, damit regt doch kein Arsch. Ah.
Alter, diese zynischen Schläge. Ich mach die besten Anfängerfehler der Welt. Nein, alles gut, ich lebe noch. Ich bin noch da. Kein Problem. Alles in Ordnung. Das war's. Nicht weiter schlagen. Aber bei den meisten Gegner kannst du wenigstens sagen, was für ein Moveset es rauspackt, Alter. Bei ihm, das kannst du was von vergessen. Nicht zu viel Energie verbrauchen. Schlag und er haut mich direkt weg. Och Mann! Du bist direkt am Nebelgeld gestorben. Ja, immerhin das. Ach. So knapp. Scheiß Wolf. Was hab ich gesagt? Die erste Regel bei Dark Souls, wenn du getroffen wirst, machst du was falsch. Fuck! Also theoretisch gibt es wirklich die Möglichkeit, das ganze Spiel ohne einen Hitpoint zu bekommen, also ohne einen Treffer zu kassieren. So, den Magier konnten wir einigermaßen umgehen. Oh, jetzt bin ich wieder zu viel, jetzt bin ich wieder übermütig hier. Alter, du hässliches Stück Scheiße! Morgen. Sieht's ja auch gerade. Ich glaube, wenn er jetzt noch da lang rennt. Ja, dieser Wolf, ich weiß nicht mehr, wie der Typ hieß. Der Wolf ist halt sein treuer Gefährte gewesen von den Typen in der Grabstein. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, sorry. Damit man so ein bisschen darüber weiß. Diese Schritte verwirren mich immer noch. Ist halt ganz cool, diese Idee, dass du halt da gegen einen dreckigen, geilen Wolf kämpfen musst, der einfach mal total verzweifelt ist, weil sein Herrchen tot ist. Und du gehst da hin, willst eigentlich nichts Böses, der will einfach nur den Grabstein beschützen, ey, und du plättest ihn einfach nur. Naja, was halt, vom Plätten kann man jetzt hier gerade nicht die Rede sein, aber ihr wisst, was ich meine. Und du bringst ihn einfach nur um. So, Stamina aufladen. Fuck you, dreckiges Drecksbitch. Alter! Eine Verhöhlepiepelung! Hol mir gleich Hilfe! Muss man glauben! Geht mir's auf den Semmel, ey! Scheiße! Fuck! Ja, sonst mach ich gleich einen Schnitt, Alter. Hier ist so diesen dreckigen Weg, hat ja auch keinen Bock, den mal zu sehen. Immerhin habe ich die Seelen nochmal aufgenommen. Du weißt halt echt nicht, welches Moveset er gerade auspackt. Du weißt nicht, worauf du dich da verteidigen musst, weil er so viele unterschiedliche auch hat. Die meisten haben vielleicht so 2-3 Movesets, aber er hat einfach mal so 5-6 oder sowas. Scheiße da. Fucking 45.000 Seelen gleich. Moin, Katze. Schnauze. Wow. Scheiße. Immerhin gehen wir jetzt mal mit vollen Essence Flasks und mit kompletten Leben dahin. Ne? Ist ja auch schon mal die halbe Miete, wa? So.
Weil mit der Seele, die du halt von Sif kriegst, kannst du ein unglaublich schönes Schwert, glaube ich, machen. Also kannst du ein gutes Schwert basteln. Brauchst halt dann so einen Schwertgriff oder zerbrochenes Schwert plus 10. Was total sinnlos ist. Wer kommt drauf, ein kaputtes Schwert auf Level 10 hochzubumsen? Weißt du? Da verschwendest du voll Titan Knights mit und Seelen. Aber damit kannst du einfach mal so ein richtig schönes Schwert damit basteln. Werde ich mir wahrscheinlich auch machen. Ich wollte eigentlich auch das Crystal Schild machen mit dem hier zusammen. Ich wollte das ins Crystal Schild verwandeln. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, weil es nicht allzu gut ist. Meiner Ansicht nach. Könnt ihr mal in die Kommentare schrotten, was ihr dazu meint. So. Ha! Schwein. So. Alter! Wie soll ich das kommen sehen? Ach Mann! Verdammte Scheiße! Vielleicht reicht's mir, vielleicht werde ich mir Hilfe sammeln, ist mir scheißegal. Ah, oh, macht das keinen Sinn! Ich habe nur das Problem, wenn ich jetzt da reingehe. Ich gehe jetzt. Nehmen wir jetzt mal an, ich gehe da rein. Ich sammle mir Hilfe, ich gehe da rein. Dann werde ich aber infiltriert. Dann sterbe ich auf dem Weg deine 45 fucking 1000 Seelen weg. Ach komm, YOLO, Alter, ist mir jetzt scheißegal. Meine letzte Humanity, Alter. Yes. Will keiner Hilfe zusammen, ey, dann krieg ich. Bietet keiner Hilfe an, ey, dann krieg ich die Kretze, Alter. Das ist ein Neuling. Bitte irgendwo ein fucking Mark sein, Alter. Wenn es zu lange dauert, mach ich einen Schnitt, so viel sicher. Braucht euch keine Sorgen zu machen. Gut, die meisten liegen wahrscheinlich direkt vor der Haustür hin, oder? Fuck! Okay, wir versuchen es erstmal. Hoffentlich werden wir nicht angegriffen, ey. Problem ist, wir sind nämlich jetzt im Wald und wenn jemand diesen scheiß Wald-Covenant beigetreten ist und wir hier einen töten, werden wir von denen infiltriert, Alter. Verdammt, wie heißt das nochmal? Gesandt? Und wie heißt das andere? Der lebt noch! Ach komm! Damit rechnet doch kein Schwein, dass der noch lebt! Morgen! Ich kann die Waffen noch nicht so verstärken in der Hinsicht, dass ich verzaubern kann oder sowas. Aber bis jetzt wurden wir noch nicht angegriffen. Ey, gleich liegen da 50.000 Seelen, ey. Vor allem, wenn ich dann verliere, ergibt nicht annähernd so viel, dass man wieder Ausgleich nennen könnte oder sowas. Es ist einfach weg dann.
es hat keiner etwas gelegt, ich werd irre. Scheiße. Treibt gerade die Verzweiflung an. Also sind die runterrutschen und den Tod falle. Scheiße! Ich umsonst Humanity verschwendet, wenn jetzt keiner kommt. Machst du jetzt eine Scheiße mit mir? Das kommt wirklich keine Sacke. Das ist doch zum Heulen. Ich will nicht. Schwäche ist der Tod, Alter. Das ist so dumm. Okay, wir gehen rein. Bildschirmrate kriegt sich wieder ein. Alles cool. Alter, ich hab da eine Rolle gemacht! Alter, wie soll ich das denn machen, ey? Ich steh auf und krieg direkt in die Fresse, oder was? Ja! Schenkt mir Logik! Tante Hacke! Da! 4 Minuten, wir haben schon... Ey, wir haben schon fast eine Stunde damit verbracht! Wir haben jetzt noch Humanity verschwendet! Freu ich mich doch! Oh, das Drecksspiel! Stehst auf und kassierst direkt wieder ein, ey. Wer, du bist nicht tot! Dann bring ich dich um! So. Wollte auch mal klargestellt haben. Schnauze! Nein! Nein! Wenn es nicht zum Weinen reicht, einfach lachen. Oh, Scheiße! Ich dachte, ich wäre schon weiter hinten und wollte die Treppe runtergehen. Oh, nö! 50.000 Seelen von Arsch! Und 2 Humanities damit verschwendet. Geil! Wenn es nicht zum Weinen reicht, einfach lachen. Ist das geil. Also mal ohne Witz, ich bin nicht sauer. Es ist einfach nur dumm gewesen. Ich bin nicht sauer darüber. Ich bin eher so sauer, als er mich da 2-mal attackiert hat. Da war ich stinkig, aber das... Weiß nicht, damit kann ich heute Nacht in Ruhe schlafen. Aber trotzdem, das ist... Ach... Mann. 50.000 Seelen. Hätte man sich einiges mitkaufen können.
Das waren 3 Level-Ups. Scheiße! Fuck it! Nö, jetzt mag ich auch nicht mehr. Boah, jetzt hat sie mich beleidigt hin. Immerhin habe ich jetzt keinen Druck wegen Seelen ausgeben, ne? Das hat ja auch was Gutes. Okay, ich bin... Nee, wir beenden das. Ach, ist das scheiße. Ich hab euch lieb. Also, wenn man jetzt rein logisch bedenkt, die 50.000 fucking Seelen, die ich da hatte, hätte ich mir Titanite-Charts holen können, da hätte ich ein zerbrochenes Schwert auf Level 10 bringen können. Damit hätte ich gleich Sifs Seele opfern können. Dann hätte das mega fucking geile Schwert gehabt. Jetzt muss ich mir die Seelen wahrscheinlich wieder zusammenkratzen, weil Sifs Seelen werden nicht reichen, um diese Titanite Shards mit zusammenzukriegen. Wenn man jetzt mal guckt, keine Ahnung, wie viel habe ich denn? Ich habe... Ach, hier bin ich sowieso falsch. 2 Titanite Shards. Das heißt, ich muss mir welche kaufen. Ach, ist das dumm. Ja, nee, das ja, muss ich mir irgendwie jetzt zusammenkratzen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie immer, schreibt alles in die Kommentare, wie geil ich... Was für ein super geiler Spieler ich bin. Ich kann mit Stolz behaupten, das war jetzt der sinnloseste Tod ever. Das war jetzt der mit dümmste Tod, den ich je gemacht habe. Hör auf zu lachen, Arschloch. Lass ich lachen. Es war mit der dümmste Tod, den ich je gemacht habe. Ich bin froh, dass ich den aufgezeichnet habe. Sowas Bescheuertes habe ich noch nie erlebt. Ja, wie gesagt, wir hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal online. Ciao. Es ist, ach komm, hier.